Hallo, ich stehe hier auf dem Bundesparteitag von Die Basis am letzten Tag nach Veranstaltungsende mit dem neuen Vorstand, dem neuen Bundesvorstand der Partei. Sven an Nummer 1 der Doppelspitze, Skadi an Nummer 2 und Bernd als Schatzmeister. So, jetzt möchte ich euch mal fragen, wie bewertet ihr die letzten 3 Tage? Mal ohne Resultat. Bewertung ist ja gut, aber wir haben 3 sehr anstrengende Tage hinter uns gehabt. Wir haben uns am Anfang richtig ins Zeug gelegt, um für unsere Idee eines Teams zu werben, was aus verschiedenen kompetenten Leuten, die sich im Zusammenhang von Ländervernetzungstreffen im Länderrat kennengelernt haben, gebildet hat. Und wir haben versucht, genau diese Idee rüberzubringen und das Angebot zu machen, dass unsere Partei endlich wieder einen funktionierenden Vorstand bekommt, der auch in der Lage ist, Konflikte so zu lösen, dass man zu einem Ergebnis kommt. Dankeschön. Gerne. Skadi. Ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, außer ich bin Mutter 2 Kinder und das war die schwerste Geburt meines Lebens. Auch schmerzhafter? Zwischenmenschlich ja. Dankeschön. Julian? Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, die 3 Personen wenigstens zu wählen. Aber es ist natürlich sehr schade, dass wir nicht mehr geschafft haben, weil es natürlich für 3 Personen alleine jetzt einfach eine Herkulesaufgabe ist, das in den nächsten Wochen und Monaten, bis wir das schaffen, nachzuwählen, eventuell irgendwie großartige Ergebnisse zu erzielen. Okay. Jetzt weiß ich ja auch, ich bin ja auch in einem Kreisverband, dass es stellenweise, abhängig von Kreisverband, Landesverband und natürlich auch im Bund, sehr viele strukturelle Probleme gibt, die vielleicht auch ein bisschen intrinsisch sind, wegen den 4 Säulen, die man allzu gerne mal um die Ohren gehaut bekommt, dann das Stichwort Basisdemokratie und was es sonst noch für Keulen gibt. Wie habt ihr vor, dagegen etwas aufzubauen, ohne die Grundwerte und Grundmanifeste zu verraten? Wir haben nichts dagegen, wir haben was dafür. Ich meinte dafür. Wir haben die 4 Säulen, die wir in jedem von uns so verinnerlichen sollten, dass daraus eine Einheit entsteht. Und in dem Moment, wo das ist, wird es viele Konflikte gar nicht mehr geben, weil wir dann mit uns im Klaren sind und auch mit unserem Gegenüber zum Beispiel uns achtsam auseinandersetzen und gemeinsam nach einer guten Lösung suchen und das mit Hilfe zum Beispiel des Konsensieren. Und wir als Vorstand haben auch nicht vor, irgendwas schnell durchzuentscheiden, sondern wir wollen Strukturen ermöglichen, dass unsere Mitglieder über Konsensierungen an den ganzen Prozessen der Partei beteiligt sind, denn das ist die Grundlage einer basisdemokratischen Partei. Okay. Also es geht im Prinzip um Aufbau einer basisdemokratischen Struktur. Habe ich das verstanden? Willst du was sagen? So. Also ich sehe es tatsächlich etwas differenzierter, was uns ja eigentlich auch ausmacht, dass wir sehr viele unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, es gibt 2 verschiedene Bereiche. Ein, der ist der administrative, verwaltungstechnische Bereich. Und es gibt einen, bei dem geht es eben um politische Inhalte. Ja. Und da müssen wir die Strukturen schaffen, dass wir diese politischen Inhalte endlich mal schaffen, zu klären bzw. für uns zu definieren. Top-down? Nein, eigentlich gerne andersrum. Wir würden allerdings schon gerne in die Hand nehmen, dass da zumindest der Weg bereitet wird und die technischen Lösungen dafür dastehen. Welche der Arbeitsgemeinschaften in Bund und Ländern kennt ihr zum Thema Basisdemokratie? Nur die AG Basisdemokratie ist zumindest mir persönlich bekannt. Und in den Ländern? Wir im Land Brandenburg haben keine AG, die sich mit Basisdemokratie beschäftigt. Wir haben aber bedeutend oder viele Mitglieder, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Also ich kann es euch sagen, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber in Bayern gibt es 2, den Fachausschuss Basisdemokratie, ja. Da bin ich auch drin. Mhm. Und es gibt den AG Basisdemokratie, auch in Bayern. Okay. Ich finde es ein bisschen Maschuge, das in 2 aufzuteilen, aber gut, so ist es im Moment. Und in Hessen natürlich. Stimmt, in Hessen gibt es Dante und Achim, ich sage jetzt den richtigen Nachnamen nicht, im Telegram heißt der Kreis Herold. Ja? Okay. Das sind die, Dante ist der Visionär, den haben wir heute kennengelernt. Ja, genau. Und der Achim ist quasi der
es in die Praxis umsetzen. Ja. Ja, was aber das, das zusammenzuführen, ja, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, genau das zu erreichen, von dem ich sprach, dass wir Möglichkeiten oder ja, Strukturen haben, die es ermöglichen, ist, dass aus verschiedensten Bereichen Leute mit ähnlichen Ideen zusammenfinden und sich dann dadurch eine Synergie entwickelt oder ergibt. So, jetzt hätte ich noch zwei Fragen, wenn es euch nicht zu lang wird. Habt ihr noch Zeit? Mach schnell. Habt ihr noch Zeit? Okay. Erstens, Fremdbeeinflussung, also quasi, was wir vielleicht bei den Grünen erleben, ja, was wir bei allen anderen Parteien erleben, narzisstische Störungen, ja, vielleicht auch Psychopathen und damit natürlich angreifbar von außen und Fremdbeeinflussung. Wie wollt ihr da gegenwirken? Intuition. Und zwar, wir haben alle unsere Sinne. Und wir bekommen bei manchen Menschen auch ein bestimmtes Bauchgefühl. Manchmal auch erst nach einer gewissen Beobachtungszeit. Und ich glaube, wir dürfen auch gerne darauf vertrauen, dass wir dann den richtigen Umgang auch miteinander finden. Denn diese vier Säulen, die wir hier haben, müssen wir in uns leben. Und dann haben auch bestimmte Bestrebungen überhaupt gar keine Chancen. Völlig egal, ob man da irgendwas unterstellt oder auch nicht. Sondern da geht es dann um reine Sachlagen und um Handlungen. Gute Antwort. Gute Antwort. Okay. Und jetzt das Letzte noch. Ich habe ja gesagt, ich bin in der Softwareentwicklung und ich sehe natürlich sehr viele Fallstricke in der IT. Insbesondere, also ich komme damit zurecht, ja, es ist nicht perfekt, alles andere als perfekt. Aber wir haben bei uns im KV zwei Blinde, beziehungsweise einen Blinden und seine Ehefrau ist stark sehgeschädigt. Okay. Ja, vor gestern, glaube ich, das ja, auch ja, einmal gehört, ja, habe ich den Kontakt jetzt auch ausgetauscht. Und ein ganz großes Thema ist bei Sehgeschädigten die Nextcloud. Ja, kenne ich das Thema. Vielleicht kann Bernd was dazu sagen. Ihr habt ja bei euch in Berlin die Antwort. Genau, wir haben im Landesvorstand auch eine Sehbehinderte oder Sehgeschädigte Vorstandsmitglied. Die kommt mit der Nextcloud auch nicht gut zurecht hat sich nach wie vor beschwert sie sich halt, dass da halt relativ wenig getan wird. Ich weiß jetzt halt nicht, man muss halt gucken, welche Leute sind dafür kompetent. Also ich bin es nicht. Ich kann halt nur fragen, wie kann man es machen. Ich habe jetzt selber keine Kompetenzen in IT oder ähnlichen Dingen. Ich kann es halt nur auf den Weg bringen. Und ich denke, da sind wir wahrscheinlich einig, dass wir das gerne machen würden. Natürlich ohne, wir müssen es halt in Einklang mit den anderen Mitgliedern eben auch machen. Und das ist halt dann die Aufgabe. Wir brauchen halt nicht noch ein System, das wäre halt schwierig. Ne? Wir brauchen halt vielleicht ein System, was dann eben für alle gut funktioniert. Ja, inwieweit stehen da interne IT-Strukturen im Weg? Das können wir im Moment, glaube ich, gar nicht sagen, weil wir uns erstmal einen Überblick darüber verschaffen müssen, wie die Situation im Allgemeinen ist. Auch aus der LV-Arbeit nicht oder KVA? Also ich bin mir sicher, dass wir uns zu allen Themen der IT verständigen können. Und wir haben auch fest vor, dadurch, dass wir einen neuen Parteitag vorbereiten müssen. Und wir müssen uns sowieso mit der IT zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir das alles vorbereiten. Und in dem Zusammenhang hoffe ich, dass wir uns auch in echt im analogen Leben treffen und bestehende Problemchen dann auch sich dadurch erledigen, weil das im Analogen immer besser geht. Und dann werden wir da eine gute Zusammenarbeit haben und auch dieses Problem mit Nextcloud und Sehbehinderten zumindest thematisieren und werden uns dann die Vorschläge anhören, die IT uns macht, denn die sind die Experten. Okay, ich lasse es jetzt mal so stehen. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Können wir so stehen lassen. Ich möchte auch eure Zeit nicht überstrapazieren. Genau. War anstrengend für uns. Wir müssen noch nach Bayern fahren, nach Würzburg. Erstmal Ladies First. Ja, klar. Ladies First. Danke. Nee. Sehr schön, jawohl. Danke dir. Danke dir. Was machst du nochmal beruflich? Landwirtschaftstechnische Assistentin. Okay, akademisch. Ich bin zwischen Feld, Gewächshaus und Labor unterwegs. Akademisch oder gelernt? Gelernt. Okay. Nicht akademisch. Also du packst auch mit an, ne? Ja. Sehr schön, da muss man einen gescheiten Händedruck haben. Dankeschön.